Herzlich willkommen zurück zu Part 10 von FIFA 14 im Karrieremodus mit den AC Milan. Im letzten Part, ja, da haben wir in der Champions League in der letzten Sekunde gegen Zenit noch das 1-1 gemacht. Das 1-1 gemacht. Und jetzt wollen wir mit dem Glück aus der letzten Minute jetzt gegen Juventus mal versuchen, ob wir in der Liga noch weiter nach oben kommen. Als Platz 8. Ja, dann würde ich mal sagen, start mal. Pressekonferenz, zeig mal her. Gesagt, zeig mal her. So, Pressekonferenz. Wir verunsichern Juve. Trainingsverletzung ist schon lange weg, okay. So. Aber jetzt, da nichts mehr zu tun ist oder so, ne. Die Fitness ist auch jetzt wieder in Ordnung eigentlich. Würde ich mal sagen, spielen wir. So. Mit denen oder mit? Mit denen spielen wir. So. So, Muriel geht die Ausdauer noch. Der ist ein besser geworden, ein Punkt. Geil. Abschluss hat er nur 76, das ist schlecht. Ich will unbedingt mein Balotelli wieder. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. So. Und Konstant bleibt auch drin, ist jetzt 75. Ja, der bleibt drin. Die steigern sich alle, das ist geil. Inan ist einem besser geworden. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, starten wir. Lauro Leopardi, ey. Ey, geiler Name. Muriel, jetzt kommen wir, zeig mal was. So. Immer die Außen hier machen. Scheiße. Nein. Deswegen. Scheiße. Ja, genau. So. Italienische Liga steht an gegen Juventus Turin. Wie schön, wir dürfen dieses Spiel für Sie kommentieren. Ja. Juventus Stadium. Ist das nicht anders? Heute heißt es Juventus Turin gegen den. Es ist doch irgendwie anders. Juventus ist wo? Vierter, okay. Die können nur überholen, wenn wir gewinnen. Ja, das könnte schwierig werden. Tevez und so weiter. Die muss ich schön in Griff halten. Aber es könnte gut sein, dass es, ja. Ich hoffe es. So. Jawohl, der rappt. Ach, scheiße. Wollte der Trick nicht klappen. Also Mohr, auf den muss ich auch aufpassen. Der hat nämlich einen schönen Schuss. Rami, den hast du. Komm, Rami. Nein, Kostelny, nee, aber zur Stelle. Kaka und jetzt Tarabt. Spielt den Kellini erstmal Knoten in die Beine, Flanke und El Shaarawy. Das ist ja gar nichts. Ich dachte, da nimmt er den Fuß oder so. Oh, scheiße, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das hätte meine Chance sein können. Warum er auch immer Caceres in der Mitte stellt. Ich würde doch lieber Chiellini in der Mitte stellen. Ach ja, die spielen ja mit Dreierverteidigung, stimmt ja. Oh. Wie die auf einmal auf mich zugeschossen kam. Tevez, schön. Ja, Samoa ist gut. Den muss ich richtig aufpassen. Und auf den Vidal auf jeden Fall. Komm, Inan. Mitspieler.
Auf da. Kriegst du nicht. Jawohl. Nach Sharabi, ey. Schön gegen Isla. Nein. Und dann kriegt er den nicht zu Kakao. Jetzt Isla. Pogba. Abseits. Und jetzt El Sharabi Konter. Warum läuft der Rab denn rückwärts? Ein unwiderstehlicher Sprint mit dem Ball am Fuß. Wo bleibt das? Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Warum der rückwärts läuft, ey. Hat der es auch gesehen? Heilige Scheiße. Jawohl, Kaka. Und jetzt. Da können wir die ganzen Schablonen rausholen. Ich sag mal, er ist eine Rakete. Unfassbar schnell. Diese Explosivität im Antritt. Scheiße. Er hat mich so weit abgedrängt, dass ich gar nicht schießen konnte. Ich musste flanken. Nein. Jawohl. 18 Meistertitel, 5 italienische Pokalsiege, 7 Erfolge im Pokal der Landesmeister und 4 Gewinne des Weltpokals. Das ist der AC Mailand. Der Verein zählt nicht nur. Dankeschön. Das bin ich. Sondern der ganzen Welt. Also was mich bei Milan immer fasziniert hat, das war diese sagenumwobene Milan Lab. Diese Krankenstation, die dafür gesorgt hat, dass die Spieler sich kaum verletzten, nach Verletzungen irre schnell erholten und auch noch in recht fortgeschrittenem Alter Top-Leistungen bringen konnten. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Noch hier einfach mal Querfeld ein. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ah! Nein! Oh, nein, ist noch alles drin. Nein, ist nicht mehr drin, ey. Fuck it, ey. Warum habe ich gepasst? Ich hätte mit Muriel so drauf knallen können. Tevez, jawohl. Schön gestört. So, weiter. Drauf. Komm. Geh doch noch drauf. Ey, was sind denn das für Pimmelbälle, ey? Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Genauso wie der jetzt hier wieder. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ach. Jawohl. Oder? Nein. Jawohl. Schön gemacht, Lorente. Schon langsam, aber warte. Und Montolivo, ey. Shit. Das wäre wieder meine Chance gewesen. Komm drauf, da. Und der Angriff wurde gestoppt. Schön auf Abate. Der versucht auf der Rabt, ey. Aber ging nicht. Komm drauf da. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Schön. Ach, ey. Nach Ball gewinnen kriege ich den Ball nicht. Richtig nach vorne. Ey, jetzt. Montolivo. Fuck it, ey. 0 zu 0, das ist nicht. Das reicht mir nicht. Hier, Montolivo, ey. Den muss er vielleicht machen.
Den muss er wirklich vielleicht machen, ey. Was? Halt die Klappe, ist kein Gejurke hier. Ist keine Ahnung. Vielleicht knallt's aber hier, wenn du mich beleidigst. Nee, wenn er mehr Esprit will, dann geh in eine Parfümerie, ey. Fußball und keine Parfümerie hier. Nein. Jawohl. Und jetzt Konter. Montolivo gegen... Jawohl, was ein Seitenwechsel. Ach, hätte ich mal lieber abgespielt. Aber die Chance ist noch nicht zu Ende, oder? Nein. Ist noch nicht zu Ende. Mit schönem Pressing hier. Jawohl. Auf ihn. Okay, auf ihn. Auf Konstantin. Der einen scheiß Fehlpass wieder spielt. Und drauf da. Nein. Doch. Scheiße. Und Chiellini, ey. Macht seinen eigenen Fehler wieder gut. Komm, Konstantin. Gegen Lorente, ja. Dürftest du doch im Griff behalten können. Nein. Naja, ist kein Foul, okay. Und Muriel. Scheiße. Den schönen unter Druck setzen. Machen die nämlich auch Fehler. Schön. Pirlo, okay, für Pogba. Hätte ich vielleicht nicht gemacht. Außer er ist verletzt. Okay, Pirlo ist ein Spieler, der mit einer Aktion alles entscheiden kann. Ein schönen Pass. Oder ein Freistoß. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Nein! Oh, Pfosten! Nein! Nein! Das wäre es gewesen, ey. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Scheiße, ey. Da hatten sie mich einmal nicht mehr eingekriegt mit El Shaarawy. Das wäre es dann gewesen, ey. Aus nichts dann, ey. Ach, es steht doch kein Schwein dann. So, was es kommt. So. Jetzt mal wechseln. Kaka nehme ich runter. Bringe ich Honda. Biasa bringe ich auch für Tarabt. Und Poli. Für Montolivo. Ja, da kommt was auf uns zu. Nein! Nicht alle! Es war locker Ball gespielt. Ach, schade, Tarabt, ey. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Was? Ach so, gegen Juventus. Ich dachte schon, ey. Dreimal geht das Täfelchen hoch. Drei Neuspieler. Jetzt konstant. Komm. Hau da mal eine geile Flanke rein. Steht da einer? Nein. Doch. Abate. Ach du Scheiße. Springt er unter der Flanke durch. Wäre so geil gekommen.
Hey, Honda. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nein. So geht man in den Zweikampf. Weil El Shaarawy zu lange braucht. Ein sauberes Tackling. Und nun Arturo Vidal. Jawohl, Bierser. Schön gemacht. Jetzt kann die Flanke kommen. Flanke. Muriel! Schade. Hätte den noch irgendwie ins lange Eck zirkeln können? Ist ja geil gewesen. Und Honda. Komm. Auf da. Jawohl. Schön dazwischen. Punkt ist zu wenig. Wenn wir vorne ran wollen. Nein. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Was? Das ist doch Ball gespielt. Milan, Foulspiel. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Komm drauf da. Ecke. Erster Preis, der Ball. Und jetzt kein Kopfball gegen Tor kriegen. Der Eckstoß wird auf jeden Fall noch ausgeführt. Okay. Genau, nach hinten. Komm, Muriel. Jawohl, Einwurf. Ecke, okay. Die muss jetzt geil kommen, die muss geil kommen. Ganz schlechte Ecke. Achtung! Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Beide Rangelei um den Ball. Die wäre auch geil gekommen. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Was? Abseits, er ist einfach. Okay, ich wollte eigentlich auf El Shaarawy wieder oben. Eigentlich. Nein. Komm dazwischen. Ein lachhaftes 0-0. Aber nicht unverdient. Für mich, muss ich mal sagen. Was heißt müssen? Nix muss. Das sind Zähler, die fehlen werden. Ja, kann sein. Aber gegen Juventus. Hier, der hätte drin sein können. Schade. Wäre Terapp da noch dran gekommen? Ah, der geht ganz knapp. Ja, viel war da noch nicht zu sehen in der Partie. Aber hatte mein Bestes. Sieht man ja mit Konstant. Ja. Viel war da auch nicht los in der Partie. Ach, das ist ärgerlich. Wir sind immer noch Achter mit 10 Punkten. Was haben wir denn für eine Nachricht gekriegt? Achso, Länderspiel ist jetzt. Kaka, Brasilien, Türkei, okay, Italien. Gut. So, aber ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder in Part 11 gegen FC Torino, gegen zweiten Turiner Verein in der Liga, der auch vor uns steht mit 2 Punkten, denn die können wir auch einholen. Ich hoffe, das schaffen wir und ich sag mal bis zum nächsten Part. Haut rein und tschaußen.